Heute bekommst du einen kleinen Impuls von mir, wie du unnötiges Ärgern vermeidest. Viel Spaß! Also ich denke, wir ärgern uns alle ab und zu mal, vor allem gerade über so unnötige Sachen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Du stehst im Stau nach Feierabend, hattest einen anstrengenden, stressigen Tag und willst halt einfach nur noch nach Hause. Da denkst du jetzt natürlich auch, boah, das ist ja auch voll der Grund, sich darüber zu ärgern. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dich ärgerst, was passiert dann? Der Stau löst sich dadurch nicht auf. Der Stau existiert immer noch. Und du selbst verschwendest ja einfach nur deine Energie mit diesem Ärger, anstatt dich dann einfach zu entspannen und die Situation so hinzunehmen, wie sie ist. Und dir muss einfach, oder dir sollte einfach bewusst werden, dass du selber entscheidest, wie du Situation bewertest. Also ob du sie gut oder schlecht bewertest und ob du dann schlecht gelaunt bist oder trotzdem einfach gut gelaunt und entspannt bist. Ja? Du entscheidest das einfach selbst, du hast selbst die Wahl, wie du mit dieser Situation umgehst. Und darum, es gibt eigentlich dann gar keinen Grund, sich zu ärgern. Gibt es nicht. Du kannst dich dann einfach in diese Situation hinein entspannen und einfach sagen, ja, jetzt ist Stau, ich kann nichts daran ändern, ist halt so. Und schon löst sich der Ärger auch auf. Darum, du entscheidest, ob du dich ärgerst oder nicht. Ganz einfach. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.